weiß nicht. Sehr gerne. Zurück hat da etwas an, womit er sich heilen kann. Brauchst du mich? Kann ich sehr gerne. Was ist los? Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Verschwimm mal. Natürlich. Verschwimm mal und mach Doppelgänger von dir. So, Gott sei Dank, das war. Wie kann ich helfen? Komm ab. Vorwärts. Ein Stab. Und das sind eigentlich alles nur Schwerter. Einverstanden. Also nochmal runter. Gewiss. Ah, Stab der Blitze. Ja gut, damit hat er... Oh, der hat doch verdammt viele Ladungen. Ja. Vorwärts. So, jetzt sind wir auch nicht mehr erschöpft. In Ordnung. Über diesem kleinen Steinpodium hängt das Bild eines glänzenden, gesprungenen Kristalls. Ein seltsames blaues Licht geht von dem Bild aus und bildet eine leuchtende Wand aus Energie, die euer Durchqueren des Raumes verhindert. In Ordnung. Und ich glaube, wenn wir den benutzen, kommen wir genau nach unten zum Stein. Ihr schon wieder. Ich vielleicht wird euch leben. Lasst diese leeren Drohungen. Der einzige Grund, und warum ja, ihr noch ich lebt, überspring ist, dass das ich mal möchte, kurz, dass ihr Zeuge dieses historischen Momentes seid. Ich will die Cutscene überspringen, kann ich leider nicht. Halt, Pokelin! Heute reicht euch eure Angeberei nicht zum Sieg. Jerotstein? Die Glyph, die Geschichte von Jerotstein lehrt uns Opfer zu bringen. Um sich selbst zu opfern, damit andere leben. Das war Jerots Entscheidung. Ich habe so lange, viel zu lange gebraucht, um das Ehrenhafte eines solchen Schritts zu erkennen. Okay. Quick Save. Vorwärts! Gut, ich werde hier speichern. Das ist jetzt LP Ende Main Story. Speichern. So. Und Entschuldigung für das ganze Überspringen. Jetzt machen wir es nochmal richtig. Wie kann ich helfen? Ich hatte vergessen, dass da besondere Sachen kommen. Dein Befehl? Du brauchst die Feuerklinge eigentlich gar nicht. Ist etwas nicht in Ordnung? Kann ich helfen? Wacho, Wacho, Wacho. So. Ja. Vorwärts. Und damit sollten wir eigentlich schon durchgehen können erstmal. Ihr schon wieder. Ich bewundere eure Hartnäckigkeit, aber hört mal. Ich denke, ihr solltet euch langsam damit abfinden, dass es nicht in eurer Macht steht, mich aufzuhalten. Warum geht ihr nicht weg vor dem Stein da und ich zeige euch mal, was ich alles kann? Genug geredet, Pokelin, oder wer immer ihr seid. Dieses Mal gibt's für euch kein Entkommen. Schweigt, eure Lügen widern mich an. Warum geht ihr nicht weg vor dem Stein da? Lasst diese leeren Drohungen! Der einzige Grund, warum ihr immer noch lebt, ist, dass ich möchte, dass ihr Zeuge dieses historischen Momentes seid. Aha. Seht, der Kreis hat sich geschlossen. Was vor so langer Zeit ungeschehen gemacht wurde, wurde nun wieder vollzogen. Die Tore zu den unteren Ebenen wurden weit aufgestoßen. Okay. Und nun sind meine Brüder frei, diese Welt und ihre unsterblichen Schätze auszubeuten.
Bald werden die Reihen der Blutkriegsarmee mit tausenden neuen Seelen anschwellen. Halt, Pokelin! Heute reicht euch eure Angeberei nicht zum Sieg. Edward? Jerotstein? Ich hab ihn nie gesehen. Edward, wie seid ihr hierher gekommen? Die Glyphen. Sie haben sich einfach aufgelöst, als ich spürte, wie Tempus mich in mir drin zum Kampf rief. Ich weiß nun, was zu tun ist. Was Jero tun musste. Edward, nicht. Es muss einen anderen Weg geben. Die Geschichte von Jerotstein bedeutet nicht... Die Geschichte von Jerotstein lehrt uns, Opfer zu bringen. Sich selbst zu opfern, damit andere leben. Das war Jerots Entscheidung. Ich habe so lange, viel zu lange gebraucht, um das Ehrenhafte eines solchen Schritts zu erkennen. Everard, halt, was macht ihr? Hi, Eisengolem. Narren! Glaubt ihr, ihr könnt mich so einfach besiegen? Der Priester hat lediglich das Unvermeidbare verzögert. Mhm. Ich verfüge immer noch über die geheimen Mächte, um das Portal zu öffnen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich das Tor erneut öffne. Dazu werdet ihr keine Gelegenheit haben, eure Zeit ist abgelaufen. Ganz im Gegenteil. Meine Zeit hat gerade erst begonnen. Okay, jetzt geht's hier ordentlich los mit dem Eisengolem. Ja. Brauchst du mich? Weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Bellyfett, okay. Erstmal ist alles hier voller Fallen. Und Eisengolems. Kann ich helfen? Okay. Ist etwas nicht in Ordnung? Wir machen unsere Zauber alle lieber gleich. In Ordnung. Ihr schon wieder. Ich bewundere. Lasst diese leeren Drohungen. Der einzige Grund, warum ihr immer noch lebt, ist, dass ich möchte, dass ihr Zeuge dieses historischen Momentes seid. Seht und nun... Halt, Pokelin! Heute reicht euch eure Angeberei nicht zum Sieg. Jerotstein, die Glyph, die Geschichte von Jerotstein lehrt uns, Opfer zu bringen. Sich selbst zu opfern, damit andere leben. Das war Jerots Entscheidung. Ich habe so lange gebraucht. Und irgendwas ist schon wieder abgeklungen. Eine solchen. Nein, ich verfüge immer noch über die Ganz im Gegenteil. Meine Zeit hat gerade erst begonnen. Ich glaube, das war die Verteidigungskoordination. Ja, weiter. Zu viele Fallen, zu viele Golems. Wie kann ich am besten so neue Steinhaut? Sag, was du von mir so, jetzt ist Pokeli. Ja. Also Dings dran. Bellyfett. Der kriegt jetzt mal die schönen Sachen ins Gesicht. Jawohl, kein Problem. Vergiftet ist nicht gut. Ist etwas nicht in Ordnung? Große Heilung. Wie kann ich helfen? Ich werde sofort! Ich werde dich!
Ich hatte es erwischt. Das ist sehr schön. Und ja, ich weiß, jemand ist tot. Ja, in Ordnung. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Sag, was du von mir willst. Ja? Okay, ja, ich glaube, wir müssen noch mal laden. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Wie kann ich helfen? Kann ich helfen? Hast? Achso, Hast habe ich schon gesprochen. Dein Befehl? Gewiss. Ihr schon wieder. Ich bewundere eure Hartnäckigkeit. Lasst diese leeren Drohungen. Der einzige Grund, warum ihr immer noch lebt, ist, dass ich möchte, dass ihr Zeuge dieses historischen Momentes seid. Ah, da ist schon der erste Eisenkohle wieder. Und halt, Pokelin! Heute reicht euch eure Angeberei nicht zum Sieg. Jerotstein, die Glyph, die Geschichte von Jerotstein lehrt uns, Opfer zu bringen. Sich selbst zu opfern, damit andere leben. Das war Jerots Entscheidung. Ich habe so lange, viel zu lange gebraucht, um das Ehrenhafte eine solche. Nein, ich verfüge immer noch um. Ganz im Gegenteil. Ich werde mich so schmerzlos wie möglich. Auf in den See! Wie könnten sicher. Sag, was du von mir willst. Jawohl! Ich hätte noch Tränke trinken sollen. Ja, sicher. Wie kann ich helfen? Sofort! Ich brauche einen Heiler! Das ist doch trotzdem leicht! Okay, das unschön. Wieder. Okay, Autosave. Wie kann ich helfen? Tränke trinken. Jawohl! Ist etwas nicht in Ordnung? Kann ich helfen? Achso, den kannst nur du benutzen, dann benutzt du den auch mal. Dein Befehl? In Ordnung. Ihr schon wieder. Lasst diese leeren Drohungen. Der einzige Grund, warum ihr immer noch lebt, ist, dass ich möchte, dass ihr Zeuge dieses historischen Momentes seid. Seht! Halt, Pokelin! Heute reicht euch eure Angeberei nicht zum Sieg. Jerotstein, die Glück, die Geschichte von Jerotstein lehrt uns Opfer zu bringen. Sich selbst zu opfern, damit andere leben. Das war Jerotstein. Ich habe so lange, viel zu lange gebraucht, um das Ehrenhafte eine solche. Narren! Ich verfüge immer noch um. Ganz im Gegenteil. Meine kann Zeit ich am besten hat gerade erst begonnen. Sein. Okay. Oh, der wirkt auch noch Magie bannen, der Mistkerl. Also, neues hiervon. Ja. Trinken. Worum handelt es sich? Immer bereit. Trinken. Wobei, nee, du hast ich hier. Ich bin hier. Also, in Ordnung. Kann ich helfen? Du lieber, neue Verteidigungskoordination. Sag, was du von mir willst. Wie laut hier? Mal bis zum Taten deutlicher. Rächt mich! Warum?
Wie kann ich helfen? Vorwärts! Also dieser Kampf ist anstrengend. Ihr schon wieder. Lasst diese leeren Drohungen. Der einzige Grund, warum ihr immer noch lebt, ist, dass ich möchte, dass ihr Zeuge dieses historischen Momentes seid. Seht und... Halt, Pokelin! Heute reicht euch eure Angeberei nicht zum Sieg. Jerotstein, die Glyph, die Geschichte von Jerotstein lehrt uns. Damit andere leben. Das, was ihr wollt, entscheidet. Ich habe so lange, viel zu lange gebraucht, um das ehrenhaft